Darf ich auch mal? Bitte sehr. Danke. Grauenvolle Person. Und wie die angezogen ist. Was hat die denn für einen Geschmack? Na, der Eindruck täuscht. Ach ja? Ja, das ist meine Lebensgefährtin. So sieht es aber im Moment nicht aus. Verstanden Sie? Ja, der Typ neben ihr, ein schrecklicher Nebelbläser. Nur heiße Luft unter der Mütze. Finden Sie nicht auch? Nein, ganz und gar nicht. Jedenfalls nicht die letzten 2 Jahre. Der Nebelbläser gehört zu mir. Gratuliere. Ihnen aber auch. Ist das gemein? Das ist ja so gemein. Macht mich zum Gespött der Leute. Was denkt er sich, dieser... Dieser was? Dieser Mensch. Werden sich doch alles Maul zerreißen. Spangenberg betrogen von einem miesen kleinen Fotografen. Dabei ist er erst berühmt geworden mit meinem Gesicht. Mit Ihrem Gesicht? Er hat Porträts von mir geschossen und sie an Gott und die Welt verkauft. Und ich habe das zugelassen, weil ich ihn mochte. Meinst du, sie ahnen das? Wieso? Ich habe Gabriele erzählt, dass ich mich für ein paar Tage zurückziehen müsste, um meine neue Ausstellung vorzubereiten. Kreative Pause, verstehst du? Ja, und Pausen muss man nützen, ne? Genau. Sie sind Gabriele Spannenberg, die bekannte Wagner-Sängerin. Ja, und was nützt mir das? Werde genauso hintergangen wie alle anderen. Ich habe sie gesehen in Bayreuth. Es war ausgezeichnet als Walküre. Brunhilde. Und Brunhilde betrügt man nicht. Das hat schon Siegfried das Leben gekostet. Und was haben Sie jetzt vor mit Ihrem Drachentöter? Ich werde ihn dort treffen, wo es ihm am meisten wehtut. Und du? Was hast du ihm erzählt? Ich habe gesagt, ich müsste zur Fortbildung. Zur Fortbildung? Und wie sieht die aus? Ein bisschen eingebildet, aber ganz attraktiv. Damit kann ich leben. Boah, ist das schön hier. Wieso sind Sie eigentlich so ruhig? Weil ich täglich damit zu tun habe. Ah ja? Täglich? Mit Lug und Trug? Ich bin Anwalt in München. Fachgebiet Familienrecht und Ehescheidungen. Das ist Betrug an der Tagesordnung, glauben Sie mir. Deshalb wollen Sie das so einfach hinnehmen? Nur keineswegs. Aber noch fehlen uns Beweise. Ein gemeinsamer Parallelschwung bedeutet noch gar nichts. Mir schon. Sind Sie mit ihm verheiratet? Um Gottes Willen, nein. Und Sie? Nein. Ich bin ein Opfer meines Berufes. Sie wissen ja, darum prüfe, wer sich ewig bindet. Sagen Sie bloß, Sie wohnen auch hier. Ja, gezwungenermaßen. Im Grand Hotel wohnt sie ja bereits mit ihrem... Ronny, was für ein Name für einen erwachsenen Mann. Warum sind Sie eigentlich hier? Nun, sagen wir mal, eine Ahnung. Die teile ich. Und was gedenken Sie zu tun? Ja, ich bin noch unschlüssig. Ich nicht. Was kommt jetzt? Brunhildes Rache? Denken Sie daran, sie ist damit nicht glücklich geworden. Ach, Unsinn. Grüß Gott. Einen schönen Urlaub noch, gnädige Frau. Das wird sich zeigen. Vorsicht, Götterdämmerung, 135. Gerne. Hey, was ist? Was ist da? So, 3 Stunden reicht doch, oder? Naja. Hey! Sag mal, der passt doch überhaupt nicht zu dir. Kann doch nicht mal richtig Ski laufen. Sie wissen, wo wir auf den gekommen. Ich bin nicht zu ihm gekommen, er kam zu mir als Patient. In meine Praxis. In meine Füllung rausgebrochen, naja.
Dann habe ich ihm ein neues Inlay gemacht und den Zahnstein entfernt. Verstehe. Als er dann so mit offenem Mund vor dir saß, hast du dich in ihn verliebt, ja? Quatsch. Er war mein Anwalt bei der Scheidung von Bernd. Ohne Peter hätte ich das alles nicht so gut geschafft. Als Anwalt ist er wirklich toll. Ja? Wenn er so toll ist, was willst du denn dann eigentlich von mir? Abwechslung, Baby. Magenkribbeln, Nerven, Flattern, Spannung. Alles, was ich mit ihm nicht mehr hab. Du knüpfst auch nicht immer das gleiche Motiv. Stimmt. Wie hätten Sie denn gerne Ihr Steak? Mir ist heute Nacht blutig. Jawohl, gnädige Frau. Ist es gestattet? Kommen Sie, setzen Sie sich. Haben Sie etwas herausgefunden? Ja, nichts, was wir nicht schon wüssten. Na gut. Dann werde ich nach dem Essen rübergehen und dem Treiben ein Ende setzen. Das würde ich an Ihrer Stelle nicht tun. Da können Sie sich nur blamieren. Wir sollten behutsam vorgehen, bis wir wissen, woran wir sind. Das Wort behutsam habe ich aus meinem Sprachschatz gestrichen. Aber was meinen Sie? Haben Sie einen Plan? Vielleicht. Wir sollten zuerst den Ort des Treubruchs genau ansehen. Oh Gott. Wir tanzen? Na komm. Nein, ich bin zehn. Ja. Und tot umfallen. Mei, oh mei. Die meisten Leute denken wahrscheinlich, einer Operndiva liegen die Männer reihenweise zu Füßen. Auf der Bühne mag das zutreffen, aber da sind sie meistens tot. Und nach der Vorstellung geht man dann allein nach Hause. Kein Siegfried weit und breit. In einer solchen Phase habe ich Ronny kennengelernt. Er fotografierte während der Festspiele. Er war sehr aufmerksam, ständig um mich bemüht, immer da, wenn ich ihn brauchte. Er hatte ein Auge für mich. Nicht nur als Fotograf. Er hat aber zwei Augen. Ja, eins anscheinend auch für andere Frauen. Und, wie war das bei Ihnen? Ja, Michaela war eine Klientin. Ich habe ihre Scheidung geregelt, übrigens die dritte. Nicht gerade der bleibende Typ. Ja, dafür aber hat sie mir die Zähne in Ordnung gebracht. Hoffentlich nicht auch die dritten. Was machen wir hier eigentlich? Wir müssen herauskriegen, ob sie ein gemeinsames Zimmer haben. Ja, müssen wir. Moment, Zimmer 147. Ich wünsche den Herrschaften eine gute Nacht. Wir bedanken uns ja auch. Brauchen wir noch mehr Beweise? Nein. Michaela? Schau mal, dein Lieblingsgetränk. Wow, Champagner, dafür sterbe ich. Oh, das musst du nehmen. Einfach nur treffen. Wow! Siehst du, kaum geht's zum Alkohol, schon triffst du. Na, schaffst du's? Naja, gib mein Bestes. Ja. Alle.
Nun, was rausgekriegt? Ja, halten Sie sich fest. Haben Sie Silvester allein gefeiert? Ja. Ich auch, unsere beiden hier aber nicht. Ach, das geht schon länger. Ha, ist nicht zu fassen. Sie hat mir etwas von einem Ärztekongress erzählt. Ja, ja. Dieser Kongress bestand genau aus zwei Personen und war sicherlich auch sehr interessant. Und was die da trinken, das habe ich bezahlt. Ach, er macht Urlaub auf ihre Kosten. In jeder Beziehung. Aber jetzt reicht's mir. Michaela! Oh, Entschuldigung. Hanni Lester. Das sieht doch total bescheuert aus. Hör mal, mein Foto sieht nie jemand bescheuert aus. Gabriele nicht? Und du schon gar nicht. Was ist los? Willst du schon gehen? Ja. Hey! Ich hab genug für heute. Du? Ich wollte eigentlich noch ein bisschen kraulen. Ich weiß auch schon wo. Also, bleib nicht so lang. Ja? Und über den Marktplatz sehen Sie die Post links. Und bei der Post halten Sie sich dann links. Ach, Herr Lechner! Eine Sekunde, bitte. Ich habe eine Nachricht für Sie. Bitte. Dankeschön. So, und bei der Post links halten. Ich rufe noch gerne ein Taxi gelegen. Nehmen Sie den Plan noch mit. Gabriele, Michaela, mach auf, ich bin's. Michaela, mach schon! Du musst weg hier. Jetzt. Sofort. Sag mal, spinnst du? Sie kommt hierher. Gabriele ist im Anmarsch. Hier, Lies. Bin auf dem Weg zu dir, Gabriele. Abgeschickt 16.30 Uhr. Jetzt ist gleich 18 Uhr. Das heißt, sie ist jeden Moment hier. Aber wieso denn? Das weiß ich doch nicht. Komm, hilf mir doch mal. Weißt du, sie weiß was? Natürlich nicht, sonst wird sie mir doch kein Telegramm schicken. Hilfst du mir vielleicht? Ja, was weißt du, was ich hier tue? Nein! Nicht! Bist du mal... Hallo? Hallo, Peter. Wie geht's denn so? Doch, blendend, mein Engel. Das freut mich, aber ich komme ja bald nach Hause. Na, musst du nicht. Wie muss ich nicht? Weil ich gleich bei dir bin. Du bei mir? Aber wieso denn? Na ja, ich dachte, es wäre doch schön, wenn wir gemeinsam ein paar Tage verbringen würden. Findest du nicht? Nein, ja, natürlich. Schönes Hotel hast du dir ausgesucht. Na, bis gleich. Du musst hier raus. Du musst sofort hier raus. Ich? Wieso ich? Peter ist auf dem Weg hierher. Der ist praktisch schon da. Ich bleibe hier. Ich warte hier auf Gabriele. Hör mal, das ist mein Zimmer. Ich hab's gebucht. Ich hab's bezahlt. Also verschwinde. Was machen wir nur? Was machen wir nur? Ich hab's. Ich hab's. Ein Zimmer. Ja. Ein zweites Zimmer, natürlich. Das wird schon. Grand Hotel Klosterbräu, Rezeption. Mein Name ist Köhler. Was kann ich für Sie tun? Ach, Herr Lechner. Bedauere, wir sind komplett ausgebucht, bis aufs letzte Zimmer. Ja, soweit ich weiß, die anderen Hotels auch. Aber Sie haben noch ein schönes Zimmer, Herr Lechner. Ach so. Nein, wie gesagt, es tut mir außerordentlich leid, dass ich nichts für Sie tun kann. Herr Lechner.
Herr Lechner, ich hab's doch noch möglich gemacht. Sie haben ein Zimmer? Sogar eine Suite. Oh, wunderbar. Ich bedanke mich. Im dritten Stock. Mit Gipfelblick. Dankeschön. Ich bin's, Peter. Hallo, Peter. Es ist schön, dich zu sehen. Finde ich auch. Bis Gott. Der Koffer einen intelligenteren Eindruck als du. Komm her und gib der Königin Mutter einen Kuss. Gabriele. Ja, wer sonst? Wolltest du ausziehen? Ach, weißt du, der blöde Portier da unten, der hat mein Zimmer einfach doppelt vergeben. Aber Ronny, das war vielleicht ein Doppelzimmer. Hast du dich denn wenigstens gut amüsiert? Nein. Das geht doch gar nicht. Ohne dich. Das weißt du doch. Ronny, das hast du nett gesagt. Weißt du was? Du ziehst dich um und wir sehen uns in einer halben Stunde. Ich habe im Restaurant einen Tisch bestellt. So, was darf ich Ihnen denn zu trinken bringen, gnädige Frau? Ja, wenn Sie mich so fragen, Champagner. Champagner, sehr wohl. Nicht wahr, Ronny? Möchtest du doch auch? Ja, von mir aus. Wir haben nämlich was zu feiern. Ach ja? Was haben wir denn zu feiern, Gabriele? Das sage ich dir später, wenn es soweit ist. Guten Abend. Guten Abend. Bitte sehr. Ach, das ist aber nicht Frau Spannenberg. Komm, Michaela, darf ich dir Frau Spannenberg vorstellen? Ja, Herr Wolf, so sieht man sich wieder. Setzen Sie sich zu uns, Sie und Ihre reizende Begleiterin. Ja, wenn wir nicht stören. Nein, bitte nehmen Sie Platz. Das ist Herr Lechner. Ach, der junge Mann, von dem Sie mir so viel erzählt haben. Ja, und das ist Frau Mittermeier. Ihr Champagner, gnädige Frau. Ich habe mir erlaubt, Champagner zu bestellen. Ist doch recht, oder? Ja, natürlich. Natürlich, habe ich mir gedacht. Herr Lechner hat den gleichen Geschmack. Frau Spannenberg singt in Bayreuth. Das ist interessant, ne? Ja, Michaela, die wollte immer schon zu den Wagner-Festspielen. Sie hat so einen Hang zum Dramatischen. Ach nein. Und was ist die Lieblingsoper? Tristan und Isolde? Was machen Sie gleich? Herr Lechner fotografiert hinter den Kulissen. Was denn? Mich natürlich. Eine reizende Aufgabe. Tja, jede Flasche wird einmal leer. Noch eine? Nein, danke. Also irgendwie hätte ich den Abend gerne noch ein wenig ausgekostet. Aber Ronny ist heute so schweigsam. Dabei ist er sonst ein wunderbarer Unterhalter. Nicht wahr, Ronny? Vielleicht ist ihm der Stoff ausgegangen. Michaela sprüht ja sonst auch vor Witz. Was ist denn, mein Enkel? Hm? Champagner macht dich doch immer so locker. Offenbar nicht. Wir haben was falsch gemacht. Finden Sie? Ich glaube schon. Vielleicht sind wir zu plötzlich aufgetaucht und haben alles verdorben. Oder, Ronny? Nein, wie kommst du darauf? Du wolltest wissen, warum ich Champagner bestellt habe. Ich will es dir sagen. Das ist mein Abschied von dir. Heute ist unser letzter gemeinsamer Abend. Gabriele, was soll das? Aber Ronny, denk doch mal an Brunhilde. Sie wurde von Siegfried enttäuscht, ja, sogar betrogen. Er hat ihr Vertrauen missbraucht, so wie du meinst. Der Unterschied ist, du wirst überleben. Wenn du mich bitte entschuldigen würdest für jetzt und in der Zukunft.
Ach ja, mach dir keine Sorgen, der Champagner... Geht auf meine Rechnung. Danke. Tja, Michaela, irgendwie haben Frau Spannenberg und ich in den letzten Tagen entdeckt, dass wir viel gemeinsam haben und das verbindet. Tja, du wirst in Zukunft auch auf mich verzichten müssen, aber das sollte dir nicht schwerfallen. Peter, was redest du denn da? Ich schwör's dir, du bildest dir was ein. Ich bilde mir schon lange nichts mehr ein, was uns beide betrifft. Wollen wir? Gerne. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich Idiot, sie hat's gewusst. Sie hat's die ganze Zeit gewusst. Oh mein Gott, er auch. Schrecklich. Nun, tut es Ihnen schon leid? Nein, vielleicht ein bisschen weh. Wieder eine Illusion weniger. Verstehen Sie? Aber so etwas gibt es nur immer Verlierer. Das Einzige, was man gewinnt, ist Erfahrung. Das ist mir zu wenig. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nächstes Jahr, selbe Zeit. Grüß Gott, Frau Spangenberg. Wie schön, Sie wieder bei uns zu haben. Wie lange ist das jetzt her? Na ja, genau ein Jahr. Sagen Sie, ist Herr... Ich sehe, Sie haben meine Nachricht ernst genommen. Oh ja. Ich hatte Angst vor Brunhildes Rache. Vergessen Sie Brunhilde. Sagen Sie bitte Gabriele zu mir. Ja, aber nur, wenn Sie Peter zu mir sagen. Einverstanden, Peter. Das Gebäck der gnädigen Frau, wo kommt denn das hin? Ich weiß es nicht, Willi. Vielleicht sollten wir dem Gepäck nur etwas Zeit geben, sich zu entscheiden. Oh Gott.
Ja, bitte. Entschuldigen Sie bitte, ich fürchte, ich komme ungelegen, aber ich soll dieses Bild hier vorbeibringen. Der Herr des Hauses hat es bei mir in Auftrag gegeben. Der Herr des Hauses wurde vom Herrn zu sich gerufen, plötzlich. Und für uns alle ganz unerwartet. Mein tief empfundenes Beileid. Bis gut. Warten Sie! Ja? Was ist es denn? Ein Porträt. Wir haben es glückliches Leben genannt. Ja, das hatte er, mein Josef. Ein glückliches Leben. An der Seite einer bezaubernden Frau. Was hätte es denn kosten sollen? 750 Euro. Mit Goldrahmen. Warten Sie. Ich betrachte es als eine Fügung, dass in der Stunde der Trauer das glückliche Leben in dieses Haus einkehrt. Ja, eine glückliche Fügung. Danke. Nun sagen Sie dem Hohen Gericht doch einfach die Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Herr Schubert, ich bitte Sie, das kann doch nicht so schwer sein. Die Sachlage ist doch eindeutig, oder? Ja, haben Sie verstanden, was die Frau Staatsanwalt von Ihnen will? Also bitte. Herr Vorsitzender, ich schwöre... Herr Schubert, das wollen wir Ihnen und uns ersparen. Mir genügt schon Ihr Geständnis. Oder wollen Sie tatsächlich bei Ihrer Darstellung bleiben? Sie hätten bei der Versteigerung am 6.12. im Hause Gebhardt nur die Hand gehoben, weil Sie unbedingt Ihren Spezi Franz begrüßen wollten. Das ist doch einfach lächerlich. Frau Staatsanwalt, ich bin heute ein freundlicher Mensch. Und den Franz kenne ich ja schon ewig. Wissen Sie, was ich glaube, Herr Schubert? Sie haben zum Schein mitgeboten, um den Preis für das Tafelsilber in die Höhe zu treiben. Sie haben mit dem Versteigerer gemeinsame Sache gemacht, um sich hinterher den Gewinn zu teilen. Eine ganz abgekartete Geschichte. Natürlich wissen Sie ganz genau, dass Ihnen die Frau Staatsanwalt nichts beweisen kann. Diesmal, Herr Schubert, kommen Sie mir noch einmal davon. Aber sollten Sie jemals wieder vor Gericht erscheinen, werde ich Ihnen eine Strafe aufbrummen, dass Ihnen Hören und Sehen vergehen. Solchen Individuen wie Ihnen muss man das Handwerk legen, um anständige Menschen vor Ihnen zu schützen. Bravo! Frau Kutschenreuter, bitte, keine Beifallskundgebungen, auch wenn Sie mir noch so schmeicheln. Die Sitzung ist geschlossen. Und Sie verschwinden, bevor ich es mir noch mal anders überlege. Danke. Dankeschön. Im Grunde genommen ist der Rudi ja harmlos, aber stark rückfällig. Früher oder später... Kriege ich ihn. Na, Andrea? Irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Hm? Ein Interessent vielleicht? Oder sogar ein Käufer? Tja, bedauere, Chef. Weder das eine noch das andere. Na ja. Aber Rechnungen. Ihre Mutter. Karl Friedrich, hast du die Einladung auch rechtzeitig losgeschickt? Ja, aber natürlich, Mutter. Also, ich habe... sicherheitshalber noch mal persönlich angerufen. Professor Berger und Dr. Stiller, ja, die haben zugesagt. Und jetzt halte ich fest. Auch Graf Degenhardt gibt sich die Ehre. Ja, der gibt sich überall die Ehre, wo es was umsonst gibt. Ach Gott, sei doch nicht so despektierlich. Soll eine glanzvolle Vernissage werden, glaubt mir das. Ich brauche keine Vernissage, Mutter. Aber ich, hier, vom Flohmarkt, unbekannter Künstler. Ein Bekannter wäre mir lieber. Ich? Was hast du gesagt? Das wirst du ja doch nicht hören, Mutter. Also, wir sehen uns dann heute Abend, ja? Und zieh dir etwas Ordentliches an. Wenn die wüsste. Grüß Gott, Chef. Was sollen wir denn hinstellen? Wer hat denn das bestellt? Ja, Ihre Frau Mutter. 500 Kanapés, a 1,20 Euro für diese Vernissage. Vernissage, das klingt ja wie Verarsche. Andrea, kümmern Sie sich drum, ja? Macht 600 Euro. Na, schicken Sie mir die Rechnung. Bei Künstlern aber sofort Kasse, man weiß ja nie. Wie viel haben Sie gesagt? 600. 6.
Champagner geht aber extra. Champagner? Champagner ist gestrichen. Sie bringen einen Wein. Aber? Nix aber. Und zwar den billigsten. Ich habe immer gedacht, bei Ihrer Frau Mutter wäre das Beste gerade gut genug. Aber ich bin nicht meine Frau Mutter. Liebe Gäste, liebe Freunde der Kunst, ich freue mich, dass Sie so zahlreich zu unserer Ausstellung Schönheit der Berge, Glanz in den Hütten erschienen sind. Die Galerie Kutschenreuther hat sich schon seit vielen Jahren bemüht, die traditionelle Malerei unserer Heimat hochzuhalten. Und Ihr reges Interesse zeigt uns, dass wir damit den Nerv der Zeit getroffen haben. Wir wünschen Ihnen einen Abend voller Kunstgenuss. Danke. Fällt dir was auf, Mutter? Nein, so. Da kommt auch Graf Degenhardt. Ich freue mich außerordentlich, dass er gekommen ist. Die soll nicht so viel essen, sondern die Bilder anschauen. Ja. Pardon. Nun, wie ist die Resonanz, Karl Friedrich? Ja, großartig, Mutter. Die Canapés gehen weg wie nichts, der Wein ist fast zu Ende, nur die Bilder interessieren keine Sau. Also, Karl Friedrich, deine Kunstdrucksweise gerät unter das Niveau der Ausstellung. Ja, wo ist denn Graf Degenhardt? Ach, entschuldigen Sie, Graf. Entschuldigen Sie. Würden Sie mir auch was übrig lassen? Das ist kein Problem. Ja, Rudi, was machst du denn hier? Das siehst du doch, ne? Brot kommt vor Kunst, oder so ähnlich. Ja, so ähnlich. Ich bin im Moment ein bisschen krank. Könntest du mir ein bisschen... Wie denn? Na ja, dann. Also nichts für ungut, ich muss weiter. Ja. Servus, Karl. Servus. Wer war denn das? Auch den kennst du nicht, Mutter. So? Dafür kommt er mir aber sehr bekannt vor. Geht, bring mir noch einen. Servus, Rudi. Ja, grüß dich. Was hast du denn da für einen Drum? Das kauft doch kein Mensch. Ja, das ist ja genau das Problem. Ich habe es gerade dem Wirt von der Bergstation angeboten, der will es auch nicht. Meine Mutter schleppt die Bilder vom Flohmarkt ins Haus und ich soll den Krempel verkaufen. Ich glaube, ich mache ein Mordsgeschäft damit. Mir steht mir das Wasser bis zum Hals. Und warum sagst du es ihr nicht? Das kann ich nicht. Die Galerie ist ihr ganzer Stolz. Kutschenreuther, was war das für ein Name im Kunsthandel? Und ich stehe jetzt da als Versager. Ich habe bald mehr Schulden als Bilder. Wenn meine Mutter das erfährt, das bringt sie um. Wenn sie es nicht erfährt, dann bringt es dich um. Zu altem Überfluss sterben jetzt auch noch meine Kunden weg. Grüß Gott. Grüß Gott. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ist Herr Kutschenreuther zu sprechen? So, bitte. Mir auch ein. Du kannst dir vorstellen, wie froh ich war, dass der Witwe das Bild trotzdem wollte. Warte eine Sekunde. Was ist denn? Warte mal. Was hast du denn? Nee? Komm her. Da. Ja, und? Ja, aber Karl Friedrich, das ist es doch. Wenn die Lebenden nicht kaufen, dann verkaufst du jemand die Toten. Ja, du spinnst. Aber nein. Schau mal, du musst hauptsächlich auf die Formulierungen achten. Die Formulierungen sind doch immer die gleichen. Gestorben um so zu viel. Ja, gestorben ist ganz schlecht, weil das kann ja jeder. Vom Herrn zu sich gerufen, hier, aus unserem Herzen gerissen, für immer heimgegangen. Jetzt schau mal auf die Adresse. Ja, schau genau hin. Na, alle aus einer noblen Gegend. Da wohnen die, die es haben. Sterben ist viel zu profan für diese Leute. Bei denen musst du klingen mit deinen Bildern. Also einmal hat mir genügt. Bitte, gut. Dann bleib mal sitzen auf deinen Schienen.
Servus, Gott, der Herr. Servus. Andrea, was hat er gekauft? Gar nichts. Wieso? Er hat doch ein Bild unterm Arm gehabt. Ja, das hat er gepfändet. Der Gerichtsvollzieher? Miete für die letzten 3 Monate. Hat er nicht gleich alle Bilder mitgenommen? Habe ich Sie eigentlich diesen Monat schon bezahlt? Grüß Gott alle miteinander! Grüß Gott! Ha, hast du schon gelesen? Wir stehen in der Zeitung. Eine Ausstellung voller Glanz und Esprit. Wie ich es dir gesagt habe. Na, was ist? Was schaust du denn da? Aus dem Leben in die Ewigkeit. Ja, und was habe ich dir gesagt? Mit so einem Anwesen, da geht man in die Ewigkeit und nicht auf den Friedhof. Ich bring's nicht übers Herz. Es spielt doch jetzt überhaupt keine Rolle, ob du es übers Herz bringst oder nicht. Wenn du deine Bilder loswerden willst, dann musst du jetzt da hinein. Und denk dran, dass der Verstorbene schon 250 Euro angezahlt hat. Wieso denn das? Sie müssen glauben, dass sie Geld verlieren, wenn sie es nicht nehmen. Und jetzt Trauermarsch und ab durch die Mitte. Geht doch. Ich glaube, ich halte es nicht aus. Reiß dich zusammen. Wie viel? 850. Ich weiß nicht, was du hast. Es läuft doch wie geschmiert. Jahrhundert, Frau. Ich würde es nicht kaufen. Warum denn nicht? Weil es nachgemacht ist und zwar ziemlich plump. Oh, danke für die Expertise. Aber sagen Sie, Sie sind doch die neue Staatsanwältin. Eleonore Lemberger. Ja, und Sie sind die Dame mit dem Zwischenruf. Ja, Gutschleute, Katharina Gutschleute. Wissen Sie, diese Geschichte hat mich so aufgeregt. Moment, Moment, mein Bild. Ja, jetzt wäre ich beinahe straffällig geworden, was? Da hätte ich erst ihn verhaften müssen. Ja. Wegen versuchten Betruges. Ja. Den nehmen wir. Der Prälat, das können wir doch nicht machen. Wieso? Was hast du gegen ihn? Der Prälat ist genauso tot wie der Herr Abgeordnete. Oder hast du vielleicht Angst, dass der Herr Pfarrer vom Himmel aus zuschauen könnte? Mit dem kann man doch das Marienbild andrehen. Und dem Abgeordneten, dem verkaufen wir posthum das andere Bild, du weißt schon. Das ist doch bei dem wurscht, der ist eh schon beim Teufel. Ich weiß nicht, ausgerechnet ein Prälat. Siehst du, das ist ein Zeichen. Hm. Fragt sich nur, was für eins. Sag, muss ich da jetzt wirklich durch? Das sind doch alles deine Kunden. Sei nicht so pietätlos. Wieso? Denen tun wir doch nicht mehr weh. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Sie sind aber eine Treue. Los, auf jetzt.
Hochwürden. Hochwürden? Entschuldigen Sie, mein Name ist Kutschenreuter. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Also für mich eigentlich weniger, aber vielleicht für Ihre Gemeinde. Der Herr Prälat, Gott hab ihn selig, der hat bei mir noch dieses Gemälde bestellt. Und jetzt haben Sie Angst, dass Sie auf diesem Gemälde sitzen bleiben? Jetzt, wo er eingegangen ist in die Seligkeit unseres Herrn? Also der Herr Prälat, der war ja geradezu verliebt in dieses Bild. Aber wenn man das in diesem Zusammenhang so sagen darf. Es war, verstehen Sie, es war eigentlich seine Herzensangelegenheit. Also quasi sein letzter Wunsch. Naja, wenn es ihm eine Herzensangelegenheit war, dann müssen wir ihm auch seinen letzten Wunsch erfüllen. Sofern es in meiner finanziellen Macht steht. Zeigen Sie mal her, was Sie da haben. Ja, gerne, bitte. Wer soll das sein? Die Jungfrau Maria. Also ich glaube, in diesem Zustand wäre sie nicht lange Jungfrau geblieben. Oh, Gottes Willen, nein, das muss eine Verwechslung sein. Das ist eine Sautum. Ich komme gleich zurück mit der Jungfrau, mit der richtigen. Entschuldigen Sie. Ich bin dann in der Sakristei. Was ist los? Du hast mir das falsche Bild gegeben, du Idiot. So was. Sauber. Wo ist denn die Sakristei, bitte? Ah, danke sehr. Kommen Sie nur rein. Bitte sehr, Hochwürden. Die Jungfrau Maria. Die Jungfrau Maria. Ja. Und wie viel? 800 Euro. Nehmen Sie auch Schecks? Von der Heiligen Kirche alles. Ein Scheck? Der von der Kirche einen Scheck? Ausgerechnet? Die haben doch mehr auf dem Kerbholz als... Bitte, bitte, bitte. Egal von wem, darfst du niemals annehmen. Das ist so, wie wenn du einen Fingerabdruck hinterlassen würdest. Kaum löst du ihn ein, bist du schon geliefert. Karl Friedrich, aus dir wird nie ein guter Betrüger. Also das ehrt mich. Na ja, du, ich bin vorbestraft. Bei mir ist ja schon wurscht. Wen haben wir denn da? Nach erfülltem Leben heimgegangen. Das klingt ja gar nicht schlecht, ne? Die Adresse stimmt auch. 75 ist er geworden, der Toni. Da hätte er ja fast noch ein Bild bei uns bestellen können. Was meinst du? Ja, hätte er. Also, was immer dem Toni gefehlt hat, Geld war es nicht. Rudi, ich sag dir, das Ganze ist eine Nummer zu groß für uns. Aber was Quatsch, das hier ist keine Nummer zu groß, unser Bild ist zu klein. Mindestens 5 davon hättest du verkaufen können. Oder wenigstens den nachgemachten Michelangelo. Jetzt stehst du da mit einer geschissenen Eule da vom Flohmarkt. Ich finde, wir sollten aufhören, solange es noch geht. Was spinnst du? Wir stehen am Anfang von ganz was Großem, Karl Friedrich. Wir fahren da jetzt rauf und du verkaufst ihnen den Nachtvogel. In tiefer Trauer, Onkel Johann. Untröstlich. Tante Margot. Ja, ich mach schon auf. Es ist mir wirklich sehr unangenehm, Sie in Ihrer Trauer zu stören, aber Ihr Vater hat ein Gemälde bei mir reserviert. Mein Vater hat bei Ihnen ein Gemälde reserviert? Ja, kurz vor seinem Ableben. Ach, persönlich? Ja, er war ein großer Kunstkenner, der Herr Papa. Dann lassen Sie doch mal sehen. Bitte sehr, bitte. Eine Eule?
wenn ich es richtig sehe, eine Schleiereule. Blind am Tag, aber scharfsichtig in der Nacht. Wollen Sie nicht reinkommen? Oh nein, das ist sehr lieb, aber ich will Sie nicht in Ihrer Trauer stören. Dann lassen Sie es mal hier. Wie war noch gleich der Name? Herr Kutschenreuter. Herr Karl Friedrich Kutschenreuter. Wir melden uns dann bei Ihnen. Was ist los? Wie viel? Keinen Pfennig. Was? Er hat jetzt Bild in Empfang genommen und kein Geld herausgerückt. Rudi, ich sag dir, das stimmt was nicht. Und zwar ganz und gar nicht. Ja, das kann ich dir sagen. Das ist ja kein Geld, Bild weg. Ha, sauber reingelegt. Weiterhelfen. Dankeschön, ich wollte mir nur mal einen Überblick verschaffen, wenn Sie gestatten. Bitte schön, gerne. Ja, Frau Staatsanwalt, was für eine Freude. Ich dachte mir, ich komme mal vorbei, nachdem Sie mir so viel erzählt haben von der Galerie und von Ihrem Sohn. Andrea, wo steckt denn eigentlich Karl Friedrich? Eleonore Lemberger als Oberstaatsanwältin in die Heimat zurückgekehrt. Nach Jahren in München ist die ebenso attraktive wie erfolgreiche Staatsanwältin zur Leiterin der Staatsanwaltschaft Seefeld berufen worden. Sie gilt als Expertin auf dem Gebiet des Betruges. Sie haben mir ja noch gar nicht verraten, was Sie für das Gemälde haben möchten. Ich, ja, nun kommen Sie schon. Was haben Sie mit meinem Vater ausgemacht? 1.500 Euro. 250 hat er schon bezahlt. Dann bleiben noch 1.250, ja, darüber lässt sich reden. Eleonore, ich kann hier nicht parken. Ich warte da vorn. Ich komme gleich, Vater. Nette Galerie haben Sie hier. So viele Bilder. Sie ist wirklich eine patente Person. Genau das Richtige für meinen Sohn. Aber Sie wissen ja, wie empfindlich er ist, wenn er merkt, dass ich dahinter stecke. Da bist du ja. Wie du siehst, Mutter. Jetzt hast du sie gerade um ein paar Minuten verpasst. Ja, wen denn, um Himmels Willen? Die nette Staatsanwältin, Frau Lemberger. Na ja. Stell dir vor, ich habe sie auf dem Flohmarkt kennengelernt. Sie hat hier mal vorbeigeschaut, nachdem ich ihr von dir erzählt habe. Obwohl sie doch in Trauer ist. Hast du gehört? Ich bin zwar mal bei Blindmutter, aber noch lange nicht taub. Rudi! Was blärst du denn so mitten in der Nacht? Warum? Darum. Na und? Betrügen kann man jeden, auch einen Staatsanwalt. Der Vater ist tot, es gibt keine Zeugen. Eben nicht, er lebt. Ah, er lebt. Und ich habe eine Vorladung. Rudi, was soll ich machen? Ich steig bei ihr ein und hol das Bild wieder zurück. Bist du verrückt? Du kannst doch nicht einsteigen bei einer Staatsanwältin, die wird bewacht. Ja. Da hast du recht. Also sag was, Rudi, du bist der Kriminelle. Lass mich einmal nachdenken. Ja, wo gehst du denn hin? Trocken. Fällt mir nichts ein.
Oh, wollten Sie zu mir? Zimmer 212. Das können Sie sich sparen. Das, was wir zu klären haben, das können wir auch gleich hier regeln. Nur eine Frage. Wie lange machen Sie das schon? 50 Mal, 70 Mal? Wie viele sind schon auf Sie reingefallen? Zwei. Sie sind die dritte. Aber ganz bestimmt die letzte. Ruhig mit Hand anlegen, Rudi. Moment, jetzt mach doch nicht gleich in Panik. Wir verlegen unser Geschäft nach Mittenwald und noch besser nach Garmisch. Da gibt's bestimmt genauso viel verstorbene Kunstkenner wie hier. Vergiss es. Wenn das so ist, dann nix wie weg. Okay. Zu spät, Rudi. Zu spät. Nix für ungut, Karl Friedrich. Ja, Herr Kutschenreuther, wollten Sie etwa das Weite suchen? Interpretiere ich das richtig? Ich schließe. Für immer. Dann kommen Sie mal mit. Wenn ich jetzt Nein sagen würde, das würde Sie nicht sonderlich beeindrucken, nicht wahr? Nicht wirklich. Ja, er kriegt vielleicht noch Bewährung, aber ich mindestens 5 Jahre. Verzeihung. Na, Moment, war sie da? Ach, jetzt weiß ich, woher ich den kenne. Vom Gericht. Der kleine Betrüger, schau an. Aber sagen Sie mal, was hat denn mein Sohn mit so einem Menschen zu tun? Sie wissen es, Andrea. Doch, Sie wissen es. Raus mit der Sprache, die ganze Wahrheit. Jetzt und gleich. Sind Sie sicher, dass Sie sie wirklich hören wollen, gnädige Frau? Absolut. Danke, Kollegen. Gerne. Ich habe schon gedacht, Sie bringen mich... Warten Sie es ab. Eins nach dem anderen. Dieser Trauerfall, der sie zu mir geführt hat, dieser Toni, das ist eine Sie. Antonia Lemberger, meine Lieblingstante. Mein aufrichtiges Beileid. Haben Sie aufrichtig gesagt? Ich habe übrigens ein Gutachten erstellen lassen. Über mich? Über Ihr Bild. Es ist gut und gern das 30-fache wert. Was? Aber das kann ja nicht sein. Es ist vom Flohmarkt. Es ist ein Original, ein echter Lemgo. Mindestens 50.000 unter Freunden. Wie Sie jetzt dastehen. Wirklich ein Bild für die Götter. Das sind ja 1.500, fast geschenkt. Sehen Sie, das ist ja mein Problem. Ich kann Ihnen in diesem Fall keine Betrugsabsicht nachweisen, obwohl ich es gern täte. Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Sie kommen nicht ungeschoren davon. Das ist das Zimmer von meinem Vater. Ja, wie Sie sehen, malt er auch. Malen ist der Trost seines Alters. Er hält seine Bilder für schön. Leider steht er in unserer Familie ziemlich alleine mit dieser Meinung. Aber jetzt hat er ja einen Bewunderer gefunden. Ja, wen? Ja, Sie. Ja, mich? Ja. Ja, Sie werden seine Bilder ausstellen. In meiner Galerie? Ja, natürlich. Wo sonst? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie nicht ungeschoren davonkommen. Ach, die Eule. Nehmen Sie die doch bitte wieder mit. Ich darf sie nicht behalten. Das wäre Vorteilnahme einer Amtsperson. Heißt es, Sie klagen mich nicht an? Ja, wie kommen Sie denn darauf? Natürlich klage ich Sie an. Wegen mangelnden Kunstverständnisses und ungenügender Menschenkenntnis. Aber dafür gibt es ja leider keine Paragraphen. Danke. Danke sehr. Grüßen Sie Ihre Mutter von mir. Ja, das mache ich. Sagen Sie, wenn Sie schon keine Ahnung von Eulen haben,
Verstehen Sie wenigstens was von Frauen?